Willst du oder ich anfangen? Ja, ich kann anfangen. Hau rein. Also ich finde, Fast Forward Science ist eine verdammt gute Möglichkeit für junge Videomacher. Wir haben jetzt verdammt viele kennengelernt, hier eine Plattform zu bieten. Und ja, eine verdammt gute Chance auch für viele, die jetzt noch nicht so bekannt sind, zu zeigen, ja, dass da auch Qualität drin steckt. Ja, wir waren selber überrascht, wie groß das hier eigentlich alles geworden ist. Als wir die Ausschreibung gesehen haben, haben wir natürlich gesagt, gut, das passt, wir machen da ein Video dazu. Aber letztendlich, als wir hier waren, waren wir total geflasht, dass es so praktisch schon so einen Stellenwert hat und dass das praktisch richtig renommiert geworden ist. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch euch beiden. Ich finde das ganz toll, was ihr da macht, und ich glaube, dass viele Kids einfach damit mehr Spaß auch haben, um sich die Dinge anzuschauen. Und ihr geht einfach da auch ein bisschen weg von diesem klassischen Laborlook. Es wird einfach so in den normalen Alltag integriert, finde ich ganz klasse. Herzlichen Dank und wir schauen weiter bei euch rein. Dankeschön. Wie viele Videos macht ihr da inzwischen? Wir machen inzwischen 14 die Woche. Aber wir müssen auch sagen, wir sind nicht nur zu zweit. Wir haben jetzt ein Team aufgebaut, Autoren, Studenten, die uns helfen, Videoeditoren, sonst wird es nicht gehen. Wie kommt ihr dann auf die Themen? Nehmt ihr euch den Stundenplan oder das Curriculum und geht das durch und sagt, das machen wir jetzt? Oder fragt ihr die User, hey Leute, was braucht ihr, was habt ihr nicht verstanden? Ja, am Anfang war es schwer, weil wir dachten, uns gehen irgendwann die Themen aus. Aber inzwischen ist es so, dass die Nutzer alle Themen selber schreiben. Das heißt, wir müssen uns überhaupt nicht hinsetzen und den Lehrplan abarbeiten, weil im Lehrplan stehen diese ganzen Kompetenzen, die man lernen muss. Das bringt einfach null. Also wenn du liest, du weißt einfach nicht, was... Moment mal, ganz kurz. Stefan Müller, ja, unser Physiklehrer hier. Ja, komm mal ganz kurz so vor. Ja. Ist das so? Ja, da stehen natürlich die groben Themen drin. Und wenn ich da jetzt Integrationsrechnung habe, ist das okay. Aber die Jungs sagen dann, okay, irgendwo klein müsst ihr Polynomdivision können. Und dann wird das auch von denen erklärt. Super. Okay, also bist du auch überzeugt, dass das soll? Ja. Klar. Also ich gebe natürlich mein Bestes, dass die Jungs nicht gebraucht werden, jedenfalls von meinen Schülern. Ich wollte gerade sagen, was ich gerade abgehalten. Habt ihr mehr über 100.000 oder 250.000 Abonnenten? Jetzt kann ich mir denken, ganz viele sitzen jetzt hier und fragen sich, oh mein Gott, wie haben die das hinbekommen? Das möchte ich auch haben. Habt ihr da einen Tipp, wie kriegt man so eine Community zusammen? Es sind eigentlich zwei, ja, mehrere Sachen. Ich glaube, eine wichtige Sache ist, dass man einfach das Ganze, was man macht, in einem Satz beschreiben kann. Also wir machen Nachhilfe, Punkt, fertig, aus, da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Und die zweite Sache ist, was halt für Social Media wichtig ist, ist immer diese Regelmäßigkeit, aber ich denke, der erste Punkt ist richtiger. Der nächste Schritt ist ganz einfach, dass man auf jeden Fall man selbst ist. Und das ist immer dieser Tipp, wo man denkt, okay, das bringt mir null. Man muss das, was man macht, genauso machen, wie man es auch in echt machen würde. Also man steht vor der Kamera und spricht genauso, als wäre die Kamera eine Person. Hier, das wäre dem Beispiel, seid ihr das. Ich spreche jetzt auch nicht mit irgendeinem Gerät, wo da hinten dran ein Kameramann steht, sondern mit euch persönlich. Und genauso muss es halt rüberkommen.